FRA, ja. Also 5:0. Die zweite Runde hat er mit 3:0 gewonnen. Eine ja nicht spektakuläre Angelegenheit, aber eine saubere, boxerisch einwandfreie Geschichte für unseren Sven Ottke. Er kommt nicht zum Zug. Er will, ja, hier, der Sauer, der französische Betreuer. Ja, da muss einer weggehen, aber er macht das. Er geht nach vorn, er macht zu. Er geht dann mal weg. Ja, das ist zu nah dran. Da kommt der linke Haken viel zu weit von Mendy. Das macht er richtig. Ja, am Mann kleben, am Mann. Da kommt der Hammer nicht zur Geltung. Ja, und daneben steht hier noch der Bundestrainer Helmut Ranzel. So, die dritte Runde. Eigentlich, ich sage das mit aller Vorsicht, eigentlich kann nichts mehr passieren. Aber was ist immer noch drin? Ein Knockout-Schlag vom Rechtsausleger. Ja, er geht weg, er tanzt weg, er geht mit einem leichten Schritt, halben Schritt nach vorn. Auch da ist er sicher, vor der linken von Mendy. Er boxt gut, taktisch hervorragend. Noch keine Punktwertung. Ottke hatte im ersten Kampf gegen den Armenier Manisian mit 5:0 gewonnen. Später schlug er den Aserbaidschaner Agayev. Das war ein schwerer Fight mit 2:0. Und dann bezwang er Johansson, den Dänen, mit 11:5. Das war der Weg hierher. Und da war der Treffer da. Ja, wo bleibt die Wertung? Rechte war voll drin. Einfach nicht zu seinem Stil, dieser Messi. Und wieder ein Wertungspunkt für den Deutschen. Klare Sache. Das muss deprimierend sein für Jean-Paul Mendy, wenn der Deutsche auf alles, was er versucht, immer eine bessere Antwort hat. Entscheidung. 6:0 gewinnt Sven Ottke. Eine saubere, eine boxerisch überzeugende Leistung vom deutschen Rekordmeister. Ja, und da guckt er selbstbewusst seinen Bundestrainer Helmut Ranzer an. Und in der Verfassung ist er auch für den Sonntag gegen Erdei. Meine ich, da könnte, da müsste er auch der Favorit sein. Die bleiben dran, liebe Zuschauer, denn jetzt kommt unser anderes Trumpfass, Luan Krasicki, der Schwergewichtler. Klare Sache, freuen wir uns auf das Finale am Sonntag mit ihm, mit Sven Ottke gegen den Ungarn Erdei.
das hat er verdient, dass er am Ende seiner Laufbahn nochmal gut abschneidet bei diesen Europameisterschaften und damit auch mit Selbstvertrauen in die Olympischen Spiele gehen kann in Atlanta. Er macht das gut, er macht zu. Schauen Sie hier, er weiß nicht, was er machen soll. Ja, jetzt will er hauen und da ist Ottke schon wieder weg. Rausgehen, weggehen, reingehen, zumachen, das ist